Und wir bleiben bei der Politik, denn Politiker sehen sich ja oftmals als Mitglieder eines elitären Vereins. Schaut man aber auf ihre Bildungswege, sieht das ganz anders aus. Und genau das will jetzt auch die CDU in Thüringen ändern. Sie alle hätten keine Chance auf einen Ministerposten, wenn sich die Thüringen-CDU mit ihrer Idee von Mindestbildungsstandards für Minister durchsetzt. Julia Willi Hamburg von den Grünen, immerhin Vize-Regierungschefin in Niedersachsen und VW-Aufsichtsrätin, hat ihr Philologiestudium abgebrochen. Ricarda Lang, Grünen-Vorsitzende, ebenfalls Studienabbrecherin und damit offiziell ungelernt. Kevin Kühnert ist SPD-Generalsekretär. Für einen Ministerposten würde es nicht reichen. Ein Studium hat er abgebrochen, ein zweiter Studiengang ruht seit 6 Jahren. Omid Nuripur, noch ein Grünen-Parteichef, auch er hat mehrere Studiengänge abgebrochen. Paul Ziemiak ist Generalsekretär des CDU-Landesverbands Nordrhein-Westfalen. Trotz zweier Studiengänge kein Abschluss. Katrin Göring-Eckardt von den Grünen ist Vizepräsidentin des Bundestages. Sie hat ihr Theologiestudium abgebrochen, kann keinen Abschluss vorweisen. Und Claudia Roth. Die Grüne ist Staatsministerin für Kultur und Medien. Ein Studium der Theaterwissenschaft hat sie allerdings nicht erfolgreich beendet. Wenn es nach der CDU in Thüringen geht, dürfte so etwas zumindest künftig nicht mehr vorkommen. In unserem Gesetz beschreiben wir ja drei Dinge. Einmal entweder Studium oder Studium mit Berufserfahrung oder auch Berufsausbildung mit Berufserfahrung. Ich glaube, das ist wichtig, dass man diese ganze Breite des Berufslebens abbildet und dass man einfach eine gewisse Erfahrung mitbringt. Also wer eine Berufsausbildung hat plus Berufserfahrung, also mindestens 5 Jahre, bevor er in eine Spitzenposition kommt, zumindest eine andere Perspektive schon hatte, dann ist es, glaube ich, auch für dieses Ministeramt ganz wichtig, als wenn man die Perspektive eines Studienabbrechers hat, der sich in Parteiwegen so nach oben gearbeitet hat, dass er dann Minister wird. Das sehen die Leute auf der Straße ganz ähnlich. Und nicht nur hier im hübschen Erfurt. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA wünschen sich 44% der Befragten, dass Landes- und Bundesminister sowohl Ausbildung als auch Berufserfahrung haben sollten. Damit die auch einen Einblick haben, was wirklich auf der Straße im Leben passiert, wie die Menschen leben, arbeiten. Und da kriegen sie eher einen Einblick, als wenn sie gleich an den Schreibtisch gehen und dort bleiben. Man kann doch nicht einfach in die Politik gehen, ohne irgendwas vorher geleistet zu haben, denke ich mal. Ich finde es immer keine schlechte Idee, je nachdem, in welchen Bereich man halt geht bzw. gehen will, da irgendwie so ein bisschen eine gewisse Grundkenntnis zu haben und auch mitzubringen. Und nicht einfach, da kommt jemand von der Straße, der was anderes gelernt hat und macht zum Beispiel Wirtschaftsminister. Und was kommt daraus? Gar nichts. Auch in Berlin, also auf Bundesebene, kann man der Idee von Politikern mit beruflichem Hintergrund etwas abgewinnen. Hilfreich ist es immer. Ich selber habe einen. Das hat mir nicht geschadet. Ich denke mir das sehr oft tatsächlich im Innenausschuss. Warum machen Politiker mal nicht einen Praktikum für einen Monat, dass sie tatsächlich die praktische Seite mal sehen? Wünschenswert fände ich es, wenn man zum Beispiel ein paar Jahre in einem Beruf gearbeitet hat. Wünschenswert wäre es auch, wenn man vielleicht einen Auslandsaufenthalt hat, um mal die Welt zu sehen und Deutschland auch mit anderen Augen zu sehen. Bei manchen frage ich mich auch, gibt es überhaupt eine vernünftige Alltagstauglichkeit? Diese Alltagstauglichkeit, das Hineinversetzen in die Lage der normalen Bürger, spricht man Politikern ja oft ab. Dort haben sich einfach ganz, ganz viele Leute an uns gewendet und haben sich darüber beschwert, dass man für jeglichen anderen Führungsjob eine Ausbildung braucht und gerade für die, die das Land führen, das eben keine Grundlage dafür gibt. Allerdings glauben selbst Andreas Bühls Parteikollegen nicht, dass es formale Voraussetzungen geben darf, um dem Volk zu dienen. Jeder hat ein Wahlrecht und jeder hat auch ein passives Wahlrecht. Und das passive Wahlrecht können Sie nur in ganz besonderen Fällen, bei schweren kriminellen Straftaten zum Beispiel, dann können Sie ein passives Wahlrecht aussetzen. Aber ansonsten, wo kämen wir denn hin, wenn wir dieses hohe Gut der Demokratie in Frage stellen würden? Also von daher halte ich das für ausgeschlossen und auch für äußerst verfassungswidrig, darüber nachzudenken, politische oder auch Parlamentsbesetzung von einer Ausbildung abhängig zu machen. Ich bin allerdings strikt dagegen, an die Wahl in ein demokratisches Parlament irgendwelche Anforderungen wie einen Berufsabschluss zu koppeln. Denn das wäre undemokratisch. Bei uns muss jeder die Chance haben, sich zur Wahl zu stellen und gewählt zu werden. Weil ein Parlament lebt ja geradezu davon, dass Menschen aus unterschiedlichen Lebenshintergründen kommen, unterschiedliche Lebenserfahrungen mitbringen, unterschiedliche soziale Gruppen, unterschiedliche Altersgruppen repräsentieren. Und diese Mischung, die macht dann erst die Potenz eines Parlaments am Ende aus.
Und wer würde Omid Nuripur oder Claudia Roth Lebenserfahrung absprechen wollen? Oder Kevin Kühnert politisches Talent, selbst wenn man ganz andere Ansichten vertritt? Sie müssen ausgleichen können, sie müssen Mehrheiten organisieren können, sie müssen Kompromisse schaffen können und sie brauchen eine Überzeugung und sie müssen für was einstehen. Und das sind, glaube ich, die Dinge, die einen Politiker ausmachen. Geschniegelt und adrett aufzutreten reicht nicht aus, sondern die Bürgerinnen und Bürger wollen echte Typen und da kommt es dann auf den Berufsabschluss gar nicht an. Vielleicht sollte die CDU Thüringen ihren Gesetzesentwurf zu Mindestanforderungen an Minister noch einmal überdenken. In der Ausbildung heißt so etwas Nachsitzen oder Überstunden. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.